Seit Freitag läuft auch die 40. Österreich-Radrundfahrt, die Jubiläumstour, und sie kam auch hier in Walsee vorbei. Heute gab es eine Marathon-Etappe, die längste Etappe dieser Jubiläumstour von St. Georgen im Attergau nach Innsbruck, über 205 Kilometer. Es hat sich seit Samstag einiges getan und ich bitte nun unseren Tourspezialist Fritz Todes zu sagen, was sich in diesen letzten 48 Stunden getan hat und vor allem, was heute auf dieser Marathon-Etappe los war. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei der 40. Österreich-Rundfahrt. Heute die vierte Etappe. Sie beginnt in St. Georgen im Attergau. Mit diesen schönen Ständchen wollen wir Sie zur Österreich-Rundfahrt heute begrüßen. Es hat sich seit dem Walsee nicht sehr viel verändert. Es gibt noch keine große Vorentscheidung. Im Gesamtklassement führt Audem aus der DDR der Österreicher Dietmar Hauer an der zweiten Stelle nur wenige Sekunden zurück. Es kann sich also noch allerlei ereignen, vor allem heute auf der Marathon-Etappe über 205 Kilometer nach Innsbruck. Bester Österreicher Dietmar Hauer, nur 8 Sekunden trennen Sie von Audem aus der DDR. Ja, 8 Sekunden sind nicht sehr viel und ich bin eigentlich froh, dass ich nicht im Gegentrikot bin, denn sonst müsste die Mannschaft sehr, sehr viel arbeiten und das ist eigentlich gut so. Was erwarten Sie? 205 Kilometer ist eine lange Distanz, es beginnt zu regnen. Naja, der Regen freut mich eigentlich nicht so sehr, aber ich hoffe, dass es auf den 205 Kilometer schöner wird. Gibt es eine Mannschaftstaktik? Naja, wir fahren nur mit und lassen die Ostdeutschen arbeiten. Morgen. Guten Morgen, Mario Draxl, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Dankeschön. Der wievielte? Der 24. Schade, dass gestern nicht geklappt hat. Sie waren 6 Minuten vorne, haben dann 11 Minuten verloren. Naja, es ist eben das Schicksal, aber sie haben es versucht, ist leider total in die Hosen gegangen. Aber wir sehen, wie es weitergeht, aber mich erholt auch schon wieder. Heute 205 Kilometer, noch ein bisschen länger wie gestern. Ja, aber ich habe mich heute sicherlich ein bisschen zurückgehalten und mal abwarten vorerst. Im Gesamtklassement führt Gerd Audem aus der DDR. Sie haben das gelbe Trikot, heute regnet es, 205 Kilometer, eine lange Etappe, was erwarten Sie? Ich hoffe eigentlich, dass der Regen noch aufhört und dass die Sonne noch ein bisschen rauskommt, damit wir Renner das ein bisschen leichter haben heute. Der Österreicher Dietmar Hauer hat nur 8 Sekunden Rückstand. Ja, Dietmar ist ganz schön stark und ich finde, wenn ich eine Prognose abgeben darf, er wird das Ding hier gewinnen. Also ich wäre froh, wenn ich in der nächsten 3 einkommen würde und danach in 6, das wird mich schon nicht stören. Ich möchte so gut wie möglich wieder rankommen. Also. Dietmar Hauer ist 20 Jahre alt, wie alt sind Sie? Auch 20. Start zur vierten Etappe in St. Georgen im Attergau. 205 Kilometer sind bis Innsbruck geplant. Aber wie gestern auch schon, stimmt die Marschtabelle mit der Wirklichkeit nicht überein. Es sind um 10 Kilometer mehr, daher werden die ersten 5 Kilometer neutralisiert zurückgelegt. Es gibt keine Bergwertung, eine Roller-Etappe. Außerhalb von St. Georgen erfolgt dann der offizielle Start. Es regnet nur ganz leicht und hört dann bei Salzburg ganz auf. Hier das Feld beim Mondsee. Das ist Hans Lienhardt, 6. im Gesamtklassement mit nur 16 Sekunden Rückstand. Beim Punktesprint im Talgau ist der Bulgare Saikov an der Spitze 20 Sekunden vor dem Feld. Im Gesamtklassement ist der 47. mit 1 Minute 16 Rückstand. Hier Weltmeister Falk Boden aus der DDR, Audem im gelben Trikot und der Schweizer Rüdi Nüssli. Ö3 Verkehrsdienst A1 Westautobahn Fahrtrichtung Salzburg.
zwischen Weilersee und Salzburg West Verkehrsbehinderungen wegen der Österreich-Randrundfahrt. Die Gendarmerie sucht um besondere Vorsicht. Auf der Autobahn bei Salzburg ist das Feld geschlossen. Keiner hat Ambitionen zu attackieren. Die Amateure verhalten sich auf der langen Etappe wie die Profis, sie rollen dahin. Hier Dietmar Hauer, der beste Österreicher, mit der Nummer 2. Es bleibt Zeit für ein Plauscherl hier zwischen Höfer und Traxler. Die Rundfahrt verlässt bei der Abfahrt Lofer wieder die Autobahn und es geht weiter auf der Bundesstraße zum Grenzübergang Walserberg und dann durch das kleine deutsche Eck nach Lofer. Nach Bad Reichenhall gibt es ein Ereignis, das in der Geschichte der Tour noch nie vorgekommen ist. Die Fahrer haben zu viel Flüssigkeit zu sich genommen und der Körper fordert sein Recht. Das Feld bleibt geschlossen stehen und jeder erleichtert sich am Straßenrand. Was sein muss, muss sein. Nach dieser kurzen Zwangspause wird wieder weitergefahren. Alle waren sich einig, alle 77 Fahrer aus 11 Nationen. Gleich danach organisiert Roland Königshofer eine Überraschung für Mario Traxler. Und wieder machen alle mit, auch die Ausländer. Verblüffend diese Kameradschaft. Wir sind jetzt bei einer außergewöhnlichen Premiere live dabei. Das war der fahrende Männerchor der Rundfahrt. Auf österreichischem Boden beginnt dann der sportliche Ablauf. In Lofer treten vier Mann zum Sprint an. Weiter aus Polen gewinnt vor dem Schweden Andersson. Dritter wird Norbert Kostlers Kern. Nach St. Johann gibt es dann Verpflegung und wieder ist das gesamte Feld beisammen. Hier versucht der Schweizer Stefan Schütz vom Feld wegzukommen, aber jetzt wird hohes Tempo gefahren und da gibt es so leicht kein Entkommen. Das Feld hier in Börgl mit Tempo 60. Und dann kommt es zu einem Unfall. Ein ziviler Radfahrer, der alle Warnungen stehen zu bleiben missachtet, biegt knapp vor dem Feld links ab. Der Großteil kann ausweichen, aber ein Fahrer touchiert und im Fall erwischt es auch Alois Pfleger. Beide haben Glück. Pfleger hat keine Verletzungen, nur das hintere Laufrad ist kaputt. Rundfahrtarzt Dr. Korschil kümmert sich um den verletzten Privatfahrer. Alois Pfleger kann das Rennen fortsetzen. Und wieder zeigt sich Kameradschaft. Das ganze Feld wartet, bis der gestürzte Pfleger wieder heran ist. Ich habe nicht genau gesehen, aber ich glaube, der Radtourist ist direkt vor dem Feld in die Straße gefahren. Irgendwer hat ihn total touchiert und der Pflegerleut ist in ihn hineingefahren und dann in ein Auto geflogen. Ich hoffe, er kommt wieder. Ja, das ganze Feld wartet jetzt, bei solchen Sachen wird gewartet. Ich hoffe, es ist ihm nichts passiert. Ja, es wurde ein Radfahrer niedergestoßen, hat eine Schnittwunde an der Hand, Abschürfungen und eine Platzwunde am Kopf, eine Gehirnerschütterung und wurde in Börgl ins Spital gebracht. Aber keine ärztliche Verletzung meines Erachtens. 160 Kilometer sind die Fahrer jetzt schon unterwegs und noch immer ist das Feld geschlossen, nur das Tempo wird verschärft. Die Sprintwertung in Rattenberg gewinnt Falk Boden aus der DDR vor Roland Königshofer und Grudisch aus Polen. Sehr stimmungsvoll diese Kulisse in Rattenberg.
Bei Kilometer 168 reist Andreas Langl vom Team Niederösterreich Oberösterreich aus. Er vergrößert seinen Vorsprung auf 1 Minute 5 und gewinnt damit den Vorsprungspreis, der täglich vergeben wird. Nach 18 Kilometern ist Langl wieder im Feld und wir sind schon in Innsbruck. Es gibt viele Attacken, hier von Höfer, aber es kommt keiner entscheidend weg. Der Zieleinlauf der Tour ist identisch mit dem Zieleinlauf des Giro d'Italia, der nächsten Dienstag hier Station macht. Und bei der 200-Meter-Marke tritt Mario Draxl an. Eine Massenankunft in Innsbruck. Draxl ist ein ausgezeichneter Sprinter. Er fährt für einen Tiroler Club. Er hat heute Geburtstag. Er ist motiviert. Und er kann sich durchsetzen. Im grünen Trikot. Österreichische Etappensieg durch Mario Draxl. Zweiter wird Weltmeister Falk Boden aus der DDR und dritter Rüdi Nüssli aus der Schweiz. Siebenter wird Schmid, achter Auer, zehnter Königshofer und zwölfter Hechenberger. Gratulation Mario Draxl, Geburtstagsgeschenk haben Sie sich heute selbst gemacht. Ja, ich muss sagen, es entschädigt mich wirklich nach dem gestrigen Tag, dass ich heute die Etappen gewonnen habe und mich freut es mir irrsinnig, dass ich hier in Innsbruck gewonnen habe. Die Geburtstagsfeier während der Fahrt war auch nicht schlecht. Ja, ich muss sagen, es war sehr nett von meinen Kameraden. Die haben da eine kleine Feier inszeniert und hat mir wirklich sehr gut gefallen. Es war heute überhaupt sehr sportlich, der Ablauf. Ja, eigentlich schon. Ich muss sagen, einmal ist der Pfleger Luis aufgestürzt und hat gleich das ganze Feld gewartet auf ihn. Und ich muss sagen, es ist eine klasse Partie da. Audem, der Mann im gelben Trikot, hat seine Gesamtführung erfolgreich verteidigt. Wolfgang Steinmeier zählt zu den vielen Gratulanten bei Mario Draxl. Österreichischer Etappensieg durch Mario Draxl vom Nationalteam. Ein erfreulicher Tag heute bei der Österreich-Rundfahrt. Das Geburtstagskind des Tages hat gewonnen, Mario Draxl vor Falk Boden und Rüdi Nüssli. Siebenter wurde Kurt Schmid, achter Dietmar Hauer und zehnter Roland Königshofer. Im Gesamtklassement hat sich nicht sehr viel verändert. Audem aus der DDR führt nach wie vor 8 Sekunden vor dem 20-jährigen Österreicher Dietmar Hauer. Auf Platz 6 ist Hans Lienhardt, auch nur 16 Sekunden zurück. Und siebenter Peter Lammer, 22 Sekunden Rückstand. Drei Österreicher also auf den Plätzen 1 bis 7. Bisher ein erfreuliches Ergebnis, ein erfreuliches Resultat nach der vierten Etappe. Wie geht es morgen bei der Österreich-Rundfahrt weiter? Wir kommen nach Mittersill, denn übermorgen beginnt ja dann die Glockner-Etappe. Wir beginnen in Innsbruck um 10 Uhr. Es geht die Strecke über Wattens, Schwarz, dann Zell am Ziller über die Gerlos. Gerlos-Passhöhe um ca. 12.15 Uhr über die Wildsteinplatte hinunter nach Mittersill. Der Zieleinlauf in Mittersill ist um 13.27 Uhr. Soweit unser Hinweis für morgen. Vielleicht sind Sie live auf der Strecke mit dabei. Und damit gebe ich zurück zu Sigi Bergmann nach Walsee.